Da sehe ich einen Hundi. Das ist kein Hundi. Oh nein, Krähendämon. Das ist ein Hundi. Oh, das ist ein stärkerer Hundi. Au, Feuerpfeile. Au, au. Okay, es war nämlich doch ein Hundi. Nur diese stärkere Version. Ey, aufhören damit. Das ist uncool. Wenn die mit Feuerpfeilen zu beschießen, ne? Wieso schießt ja eigentlich jeder Feuerpfeile? Das ist irgendwie so... Wieso habt ihr alle Feuerpfeile? Okay, Hundi wird ein bisschen wild. Kommt aber nicht runter, weil er zu doof ist. Eines großen, unbekannten Reisenden. Ah. Er wird auf jeden Fall scharf geschossen. So. Mein Freund, der Baum. Das hilft uns aber halt nicht ewig, weil wir müssen auf jeden Fall dort irgendwie hoch. Versuchen wir uns mal so ein bisschen Deckung zu schaffen. Vielleicht einen Hundi anzulocken. Weil die Hunde stören da halt auch ziemlich. Na, komm ran. Ja, okay, gut. Was? Hä? Wie? Wie hat mich das denn getroffen? Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist so ein Großschild echt cool. Damit wir einfach bloß ein bisschen Deckung auch zum Kopf hin haben. Das ist, glaube ich, irgendwo eine gute Sache. Weil ziemlich viele Sachen treffen uns, glaube ich, wirklich immer im Kopf. Was wir einfach nicht blocken können. Und ich weiß nicht, ob das dann mit dem Großschild besser wird. Also dann auch schon mit dem... mit dem Schild des Schwarzen Ritters. Keine Ahnung. So, guck mal. Jetzt seid ihr doch gar kein Thema mehr. Wunderschön. Was hast du für mich? Schwere Bolzen. Naja, Pfeile wären mir lieber gewesen. Ich habe ja bisher keine Armbrust, sondern bloß einen Bogen. Das ist aber auch echt das Krasse, nicht wahr? Wir haben bisher bloß einen Bogen gefunden, mehr nicht. Und ich hätte jetzt so nicht gesehen, dass man die kaufen könnte. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Müsste ich vielleicht mal bei meinem Dings nachschauen. Bei meinem Dieb. Ob der vielleicht irgendwas für mich hat. Kathedrale des Abgrunds. Oh Gott, was? Okay, die Abgrundkathedrale scheint scheinbar Pyromantie zu sein. Nee, du bist nicht nett, du bist aber auch nicht böse. Zumindest nicht, solange ich dich nicht angreife. Es ist aber... Es ist mir irgendwo ein bisschen zu riskant, weil wenn ich die dann angreife und die werden böse, wenn ich ihre Seele wegnehme. Die beten da gerade den Obelisken an. Das ist interessant. Ja, dann wird der wahrscheinlich auch irgendwie böse. Wie gesagt, ich denke, ich hätte nicht die Seele wegbekommen. Okay, das erklärt natürlich, weswegen die Feuerbolzen haben. Wenn das natürlich hier alles so ein Pyromantieverein ist. Oh Gott. Oh Gott. Was zur... Okay. Hat er einfach mal einen brennenden Speer. Ich glaub's nicht. Wer zur Hölle hat deinen Speer angezündet? Okay, was haben wir denn hier? Esto-Scherbe. Okay, die beten tatsächlich immer diese Esto-Scherben an. Das ist cool. Das ist irgendwo eine coole Sache. Ich meine, ist ja irgendwo auch ein heiliger Gegenstand, nicht wahr? Oh. Hallöchen, Rabe. Oh Gott. Kommt ihr aus dem Abgrund? Ihr gebt keine... Doch, ihr gebt Seelen. Ah! The Walking Dead oder was? Was zur Hölle ist das denn jetzt? Und ihr haltet dafür, dass ihr bloß 20 Seelen gebt, zwei Schläge aus. Das ist irgendwo ziemlich fies. Naja, könnt halt auch sonst nichts, außer ein bisschen aushalten. Wieso prügel ich mich jetzt eh? Ah! Wow, hör auf mich anzukotzen. Okay, da kommen immer neue. Die geben halt bloß Seelen. Aber das ist einfach ein unendlicher Strom. Was? Okay. Gibst du mir jetzt irgendwas Tolles? Nö. Wieso will ich hier nicht über den Friedhof von Untoten rennen? Die Frage ist, wo will ich dann hinrennen? Was gibt's hier hinten noch? Hier so ein kleines Plateau. Das sieht mehr nach einer Besonderheit aus. Ach, das bleibt bloß ein Rückweg, den ich jetzt gleich gehen muss. Scheinbar. Okay, ist auf jeden Fall kein Giftwasser. Dorthin habe ich schon was schwimmen sehen. Ja, was seid ihr denn? Ihr seid ja voll gruselig. Ja, bloß Oberkörper, aber irgendwie so halt wurzelmäßig, nicht wahr? Wow. Einfach
Wurzelwürmer oder was zur Hölle? Ich kann's nicht mal beschreiben. Ne, das ist einfach bloß ein Hackgift. Blutung. Oh, ich habe Egel in meinem Inventar, oder? Oder sowas. Irgendwas habe ich. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie ich die loswerde. Oder Würmer oder keine Ahnung. Na toll, danke. Das geht eben noch weiter. Ich muss halt wissen, wo ich die loswerde. Hä? Hä? Wie zur Hölle werde ich das... Da sind sie. Da sehe ich sie doch. Aber was mache ich damit? Es kann doch jetzt nicht sein, dass ich einfach draufgehe dabei. Das hält zwei Blutungen lang? Das ist viel zu übertrieben. Okay. Einfach nur ein kleiner Schrein hier. Es ist... okay. Verstehe... Oh Gott, das ist hier... Ja, so eine komplette Grabkammer irgendwie. Mhm. Okay, aber die zwei Blutverluste sind ein bisschen übertrieben. Vor allem, ich habe ja schon den Blutbissring. Das heißt, es ist ja schon reduziert. Theoretisch. Oha. Na, wen haben wir denn da gefunden? Guten Morgen, kleine Echse. Wegdienst. Okay, du bekommst nicht so schnell die Blutung, wie ich dachte. Das ist nicht gut. Und du bekommst deutlich weniger Schaden, als ich dachte. Das nächste Problem. Okay, aber die Hälfte der Leben haben wir schon weg. Das ist gut. Die Rolle, ja, dachte ich mir. Habe ich mit gerechnet. Wir machen dir ziemlich gut Schaden, nicht wahr? Aua. Du mir aber auch. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du einmalig bist. Und das ist eine schöne Sache. Okay, wunderschön. Die Rolle ist ja echt eine super Sache. Und du bist Geschichte. Prima. Titanitschuppe. Danke. Ja, jetzt sind wir halt irgendwo im Nirgendwo. Das ist gerade echt das Problem. Dort unten dieser Wurmverband. Ist halt echt dämlich, wenn er mir zwei Dings macht. Vor allem mit einfachem Angriff. Er hat mich ja nicht irgendwie direkt getroffen oder so. Ah! Was, Heiligenbaumranke oder sowas? Lass mich raten, das tut Wurmbefall verhindern, oder wie? Okay, bei dir einfach bloß furchtbar vorsichtig sein. Genau auf das warten. Du bekommst ja nämlich ziemlich gut Schaden. Okay, wunderschön. Okay, das war knapp. Gut, wir haben es aber geschafft. Wir bekommen hier richtig gut Seelen. Heiligenbaumranke. Die ist nicht hier. Das ist sehr interessant. Hä? Da. Heiligenbaumranke, ja. Eine der heiligen Glocken, mit denen die Wunder der Götter gewirkt werden, um die aus dem Ast einer Ranke eines kleinen Heiligenbaums gefertigt wurde. Und die aus einem Ast einer Ranke eines kleinen Heiligenbaums. Okay. Heiligenbaumranken sind im fernen Norden weit verbreitet und erlauben schnelleres Zauben als gewöhnliche Beschleuniger. Okay, coole Sache. Gut. Da hinten haben wir nochmal so einen Wurmverband. Der letzte, wie es mir scheint, für den Weg. Mal sehen, was der so bewacht.
Wie gesagt, einfach bloß vorsichtig sein, der bekommt ja nämlich ziemlich gut Schaden. Und das war die Blutung, wunderschön, und das war's mit dir. Danke. Okay, kann man doch mit rechnen, einfach nur vorsichtig sein. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir irgendwie die Würmer entfernen können, aber ich wüsste jetzt echt nicht wie. Vielleicht ein Feuer stellen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich verbrennen könnte. Das wollte ich nicht. Okay. Echse. Du und ich, Echse. Du und ich. Nur du und ich. Okay. 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 Na also, Funkeltitanit. Wunderschön. Puh. Kleine Titanitscherbe. Das Problem, das ganz, ganz große Problem, das ich gerade eben habe, ist halt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin irgendwo in dieser Kathedrale des Abgrunds, ja, habe aber keine Ahnung, wo das jetzt genau ist. Wir haben irgendwo eine kleine Abkürzung genommen und sind jetzt hier gelandet. Mehr Echse. Ich hoffe, keine anderen Viecher. Wo gehst du hin? Dort in die Richtung, okay. Du versuchst ja immer, so zu einer Wand zu gehen und dich dann zu vergraben. Ah, Gott. Wow, wow, Echse. Nicht dorthin. Danke, Glück gehabt. Nein. Oh Gott, sie ist noch nicht... Sie ist noch nicht weg. Echse, kannst du damit aufhören? Wie mies. Dort komme ich ja nicht hin. Wie dumm ist das denn? Das war jetzt ja eine miese Aktion. Na, dafür habe ich deinen großen Kollegen erledigt. Selber schuld. Zäh. Meine Güte. Kann sich auch anstellen. Das war ja aber richtig mies, dass sie sich dorthin, ja, dorthin verstecken kann. Da kann ich ja, wie gesagt, gar nichts machen. Okay, das ist einmal bloß ein sehr, sehr großes Gebiet, das mich aber komplett im Kreis führt die ganze Zeit. Dort oben ist eine Seele, aber dort oben komme ich ja eigentlich nicht ran. Okay. Kleine Titanitscherbe und hier sind wir auf jeden Fall schon drin. Ich wollte aber fast schon gar nicht rein. Das ist mein nächstes Problem. Wo führt es dort hinten hin? Dort waren wir jetzt ja, glaube ich, noch gar nicht. Na doch, nee, halt dort oben. Ach so, dort oben führt es zu der Seele. Okay, wir kommen doch dorthin. Wow, richtig verwirrendes Gebiet, weil es einfach ziemlich groß ist. Gefällt mir aber gut, muss ich sagen, gefällt mir gut. Nochmal eine kleine Titanitscherbe. Also hier will man sich auf jeden Fall, oder hier will man mich auf jeden Fall gut vorbereiten. Das Problem ist bloß, ich bräuchte halt die Großen. Die Großen wären jetzt dann mittlerweile, okay, hier kamen wir von den Wurmviechern her. Wir brauchen ja jetzt echt schon die großen Titanitscherben für das Langschwert. Das heißt, das bringt uns eigentlich so für die Hauptwaffe gar nichts. Eine Nebenwaffe können wir uns halt irgendwo nicht leisten. Sind jetzt echt hier überall? Das wäre halt richtig uncool. Kommst du hier durch? Na, mehr oder weniger. Na, komm. Okay, du kommst hier scheinbar nicht durch. Okay. Okay, wunderschön. Weg, weg. Ach, verdammt. Ah, ich hab die Würmer wieder. Jetzt ist aber eigentlich auch egal, was du voll machst. Ach, es ist so ärgerlich. Aber Blutpastillen habe ich ja auch nicht, oder? Nee, Feuer- und Magieschadensminderung, aber ich habe nichts, was die Blutung reduziert. So Kraut oder so haben wir ja noch gar nicht gefunden. Ah. Wie gesagt, das ist dumm. Das ist richtig, richtig dumm mit den, mit diesen... Giftbissring. Okay, der war wichtig. Genau auf den habe ich gewartet. Sehr schön, das hat sich jetzt schon gelohnt. Das, wie gesagt, das finde ich aber eine richtig dämliche Sache. Dass es, ja, einfach zweimal dann triggert. Vor allem mit dem Ring halt schon. Ich meine, ich bin froh, dass ich den Ring habe, aber es ist übertrieben. Es ist irgendwo schon ziemlich übertrieben. So, wir haben ja keine andere Wahl, als hier reinzugehen. Mit der Blutung noch, wohlgemerkt. Was vielleicht keine gute Idee ist. Oh, jetzt sind wir hier wieder am Eingang. Okay. Ich habe aber das ungute Gefühl, dass uns das, ja, direkt wieder zum Boss führen könnte. Deswegen schaue ich dort oben nochmal ein bisschen nach.
Genau bei euch. Okay, damit sind sie weg. Ich lasse euch jetzt einfach mal komplett in Ruhe. Weil ihr respawnt eh wieder. Ich weiß zwar noch nicht, was ich von euch halten soll. Oder was ihr auch wirklich darstellt, sag ich mal. Aber es gefällt mir nicht. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Haben wir einfach bloß jede Menge Seelen, die hier so rumliegen? Oh, was? Hä? Hallo? Ich will keinen Backstep auf ihn machen. Astora Großschwert. Okay. Hat er mir gerade ihm zugenickt? Sah fast so aus, nicht wahr? Bist du freundlich? Tja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, er war nicht freundlich. Hey, er gab 24 Seelen. Wieso zur Hölle gab er 24? Hm? Ah, das sind auch nochmal... Das ist... Diese gelben irgendwie... Hoppla. Diese gelben irgendwie, nicht wahr? Die geben ein bisschen mehr. Das ist interessant, aber ich glaube, es bringt mir... Oh Gott! Freunde, kommt klar! Lass mich hier mal durch, bitte. Ich fühle mich leicht unwohl. Ey, ja, jetzt hier keinen Schubskreis machen, ne? Das ist uncool. Mehr Untote? Wieso? Sieht so aus, das spawnt ihr immer wieder. Na, ihr hebt euch alle gleich, das weiß ich doch. Großschwert des Scharfrichters, natürlich. Schwindende Seele. Oh Gott. Okay. Dann geht's mal ins Untote hauen. Ah, oh Gott, was war das denn? Oh, ich habe keine Estus mehr. Das ist gar nicht gut. Wieso können die das? Jetzt habe ich spontan sehr viel mehr Angst vor den Typen als vorher. Wow, was war das denn Gruseliges? Ich werde hier nie wieder rauskommen. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Du hast auch nichts Tolles für mich? Nö. Nein? Nö. Okay, schade. Okay, das geht aber aufs Dach der Festung. Dort will ich eigentlich ja gerade im Auto nicht hin. Und tschüss. Okay, hier ist so ein kleiner Schleichweg. Den können wir auf jeden Fall nehmen. Der ist sehr viel angenehmer. Die Frage ist bloß, wo führt der raus? Okay, irgendwo runter. Oh Gott. Gibt jetzt mehr Seelen? Er haltet auf jeden Fall mehr aus. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Schade. Okay, ich will hier aber gerne so schnell wie möglich wieder weg. Na, die Frage ist, ob das wirklich so sinnvoll ist, den Weg hier wieder zurückzugehen. Weil, ja, ich weiß nicht, will ich jetzt übers Dach gehen? Ich glaube, ich nehme jetzt zuerst mal den Vordereingang. Das ist, glaube ich, die höflichere Alternative. Und dann können wir mal nach dem... Die hüpfen manchmal so komisch. Die... Ja, irgendwie als wär der Boden ein bisschen instabil für die. Okay, aber bei zwei Gegnern reicht das ziemlich gut. Das ist richtig cool, dass wir da ein bisschen Leben dazu bekommen. Ich sehe zwar nie immer, wie viel. Lass uns mal schauen. Können wir euch beide jetzt mal... ich hab's nicht gesehen. Ist das viel Leben? Ist das gar nichts? Da jetzt. Oh, es geht. Für die Kleinen ist es halt cool. So muss man sagen. Für diese kleinen Gegner. Ansonsten bringt es jetzt vielleicht nicht so viel, aber ja, wie gesagt, für die ist das eine coole Sache. Okay, jetzt gehen wir wieder nochmal zurück zum Anfang. Geben dann auf jeden Fall nochmal die Seelen aus. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal schon wieder. Wir haben auf jeden Fall einiges erreicht. Das ganz sicher. Dort oben war doch kein Leuchtfeuer. Nee, es war dort unten. Wir haben einiges erreicht. Ja, wir haben an sich beide Wege gefunden. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo es weitergeht. Und wir haben auch schon die Außenseite, sag ich mal, von der Abgrundkathedrale so ein bisschen abgesucht. Und das nächste Mal werden wir uns, ja, um die Inneneinrichtung und das Dach kümmern, sag ich mal. Kathedrale des Abgrunds, ja. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück zum Feuerbandschrein. Mach nochmal zwei Level und dann soll es das auch schon gewesen sein.
Wir haben 14.000 Seelen, nicht wahr? Um zwei Level zu machen, bräuchten wir 8 und 8,5 oder sowas. Das wären, ja, 16,5. Wir gehen mal von 16,5 aus. 5? Wie viel bringt das? 2.000. Okay. Das heißt, noch eine davon, dann hätten wir es ja. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob die Rechnung aufgeht. Wahrscheinlich fehlen mir wieder 4 Seelen oder so. Ich kann es mir schon vorstellen. Okay. Konstitution und Belastbarkeit. Wir brauchen sogar 8,6 noch zusätzlich. Wow. Das heißt, ach so, wir brauchen jetzt auch schon 8,2. Okay. Gut, dann macht das ja Sinn. Das heißt, ja, nochmal eine von dir mehr. Ja, es wäre sogar eine kleinere gewesen. Na egal. Okay, Konstitution und Belastbarkeit haben wir ja gesagt, ja. Die Belastbarkeit erhöhen wir für das Schild und für neue Rüstung und sowas, das ist auf jeden Fall wichtig. Und die Konstitution, einfach um mehr Ausdauer zu haben. Wir haben gerade eben ziemlich viel Leben durch die Glut. Die können wir auch jederzeit wieder haben. Aber das sind, glaube ich, zwei gute Werte gerade eben mal. Deswegen nehmen wir das jetzt so. Ja. Damit haben wir nur noch 109. Farewell, Ashen One. Jetzt haben wir 66%. Ich glaube wieder. Das hatten wir davor, glaube ich, mit dem anderen Schild. So, jetzt geben wir ihr noch die Glut. Schattenasche hergeben, Asche eines Paladins. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Okay, was hast du denn so Neues? Du hast Moos auf jeden Fall. Ich glaube, Moos hatte sie davor nicht. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Sie hat Zauber und okay. Schilde, Waffen. Oh, Spitzhut des Weisen. Aha. Ein riesiger Hut, der das Gesicht vollständig verbirgt. Er gehörte zwei Gurus, die als die Kristallweisen bekannt sind. Es heißt, die beiden stammten von großen Weisen Logan ab. Dieser Spitzhut soll ein Symbol ihrer Abstammung sein. Ach, Spitzhut Logan. Ja, den haben wir ja damals gerettet. Das war doch der, nicht wahr? Ach, und die verbannten Sachen, die könnten sogar besser sein als unsere. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Die Ketten sind es bestimmt, aber sie sind, na, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht so viel, dass es sich echt lohnt. Vom Pfeilen, oh, Leloids Schildring. Verstärkt Schadensminderung bei vollen TP. Ja, der erste Schlag wird dann halt ein bisschen gemindert. Ist jetzt nicht so stark. Ja, der erste Schlag. Weil danach sind wir ja nicht mehr volle, danach haben wir ja nicht mehr volle TP. Na, es ist irgendwo dumm. Es ist irgendwo ein bisschen unnötig. Okay, wunderschön. Damit haben wir das doch. Damit haben wir, wie gesagt, heute einiges erreicht. Wir haben den Kristallweisen erledigt. Wir haben den Sumpf soweit an sich fertig gemacht. Da wir jetzt auch gesehen haben, dass das untere jetzt schon Ferens Festung ist. Und wir sind auf dem besten Weg, Aldridge zu begegnen. Das ist doch irgendwo eine interessante Sache. Gefällt mir sehr. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Dark Souls 3, wenn wir dann tatsächlich Aldridge besuchen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt dann auch, wie wir diesen Fürsten hierhin zurückbringen. Ob wir einfach nur seine Seele zurückbringen oder weil wir müssen ihn ja scheinbar wirklich töten. Nur ja, wie gesagt, was den Rest dann betrifft, das bleibt wirklich noch abzuwarten. Auch bleibt abzuwarten, was Aldridge wirklich sein wird, weil wir haben ja schon ein bisschen was Ekliges über ihn gehört. Und ja, man kann gespannt sein, was für eine widerwärtige Kreatur es wirklich sein wird. Gut, und wie gesagt, damit sieht man sich beim nächsten Mal. Also dann, ciao!